bitte. Schockierende Aufnahmen bringen Bürgermeister Rushmore mit dem Tod von Rose Washington in Verbindung. Die Frau war eine Angestellte von CTOS und gilt seit über einem Jahr als vermisst. Der Bürgermeister schweigt zu den Vorwürfen. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus bezeichnete den Film als Fälschung, mit der die Hackergruppe DedSec den Bürgermeister bloßstellen will. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass Nikki sicher ist. Und du zahlst für Clara. Du hältst dich also für den Held in der Sache? Lies mal die Zeitung. Du terrorisierst die Stadt. Du mit deinem aufgeblasenen Scheiß. Dann komm halt. Komm und hol mich. Bring es zu Ende. Oh, aber eine Sache habe ich vergessen. Das wird dir gefallen. Ich habe das CTOS freigeschaltet. Vollständig. Ich bin im System. Und du wirst eine Show erleben. Aber wie wir kommen werden, Damien. Ich habe gerade auf meinen Zug gewartet, als das Licht ausging. Ich garantiere, das ist nur der Anfang. Damien hat vollen Zugang. Nur über meine Leiche. Ich lasse mein CDOS-Baby nicht von so einem durchgeknallten kaputt machen. Es gibt eine Schwachstelle, die er nicht kennt. Geh dorthin und fahr es runter. Das sollte seine Spritztour schnell und sauber beenden. Ich rufe an, wenn ich drin bin. Schön, dass du zurück bist. Ich mach mich gern nützlich. So, können wir per Schnellreise irgendwie da hinkommen? Ich habe keine Lust. Wir haben uns gerade nämlich ziemlich festgefahren. Nein, wir können nicht. Okay, dann wieder einmal zurück durch den Wald. Und Damien, du wirst sowas von leiden. Du wirst nicht mit einem einfachen Herzinfarkt davonkommen. Dafür sorge ich persönlich. Und was haben wir da jetzt für tolle Sachen auf der Karte? Können wir das CTOS jetzt nicht mehr benutzen, nachdem Damien sich da eingehackt hat? So Leute, macht mal Platz hier. Der Rächer ist unterwegs. So, und wie erwartet, das CTOS-System läuft jetzt völlig gegen die Spur. Aber wir kommen relativ gut durch. CTOS. Ein Wunder des menschlichen Erfindergeistes. Ein Modellsystem, das eine Modellstadt für Modellbürger erzeugt. Ich frage mich, was Bloom zur Bedrohung durch Hacker sagte. Harte Debatte, ganz sicher. Hacker? Ach Quatsch. Unser CTOS ist das fortschrittlichste. Blabidi bla 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 bla. Hybris, Aiden. Macht einen immer fertig. Aber das kennst du jetzt zur Genüge, stimmt? Ich würde gerne mal wissen, woher er weiß, wo wir uns befinden. Und hier zielgerichtet alles sprengen kann. Bei Aiden wird er nicht so blöd sein und sich verfolgen lassen, oder? Jawohl, wir haben ein Telefon dabei, wo er jedes Mal wieder anruft. Das heißt, alleine da drüber... Uiuiui, Auto? Spiel mit mir. Allein darüber müsste er uns ja folgen können. Oh, die Ecke kennen wir doch. Hier hat uns Damien zum ersten Mal begrüßt. So, und zack! So, gehen wir da zu Fuß hin? Ja, oder? Wo
Wo müssen wir denn hier rein und lang? Können wir in das Gebäude rein? Tatsache. Und hier hacken wir uns rein. Wenn wir das drehen, geht's los. Wenn wir das drehen, geht's auch los. Wenn wir hier alles drehen, geht's los. Scheiße. Na gut, dann schnell. War. Scheiße. Ich komme nicht durch die Firewall. Vielleicht hat T-Bone eine Idee. Er hat uns ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Ich habe eine Idee, aber beim letzten Mal sind Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Wirklich böser Schweinehund. Du musst ihn von drei separaten Orten installieren. Was stellt ihr an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Meld dich, wenn sie installiert sind. Wir machen das richtig. Na, jetzt wird's sehr interessant. Drei verschiedene Orte müssen wir hacken, um ein Virus auf einen Satelliten hochzuladen. So, Damien, rufst du an. Wirklich, du könntest mich so leicht aufhalten. Enttäuschend. Ich hielt dich für viel klüger. Aber nun sehe ich, dass du genauso bist wie alle anderen. Nein, wir sind besser. Strafung durch Schweigen. Ich werde noch zu einem emotionalen Wrack. Wer weiß, was ich in dem Zustand tun werde. Komm! Aiden, beeindrucke mich! Was wirst du jetzt tun? Bring mich in Stolpern! Los! Du bist doch besser! Du durchgedrehter Typ, ey. Mir manipuliert die Navigation. Er versucht mich zu bremsen. Konzentrier dich nur auf einen Ort. Das Problem ist, dass hier gerade irgendwie ein paar CTOS-Scans laufen. CTOS-Scan erfolgreich. Verdächtiger lokalisiert und markiert. Ja, genau das. Das wird jetzt nochmal richtig interessant hier, liebe Leute. Gott sei Dank können wir das vom Auto aus abladen. Wo ist denn der Heli? Sind wir hier fertig? Leute. Das wird ein Spaß. CTOS kämpft gegen uns, die Polizei verfolgt uns und wir müssen die Stadt retten. Jetzt habe ich mir selber die Reifen zerstochen. Das war sehr clever. So, wo ist denn der Heli? So, weg da. Ja, später. Wo war denn jetzt mein nächster Punkt? Da hinten ist einer. Fahren wir erstmal zu dem. Oh, ich sehe schon, das wird eine... Uah, hier geht's ja gar nicht weiter, liebe Leute. Stehen bleiben!
Kann Damien nicht mal auf die Polizisten schießen mit dem CTOS? So ein paar Dampfrohre und so? Würde mich freuen. Weil immer nur auf mich finde ich irgendwie doof. Wow, holla die Waldfee. Damien, Alter, wir hauen dir so auf die Nase. Boah, das ist hier gerade nicht schön, liebe Leute. Das ist gerade echt nicht schön. Vorsicht, Mensch, spring mir doch nicht vors Auto. Hab hier schon genug Probleme. Ja, später. Das machen wir später. Aber erstmal müssen wir hier noch zwei Ecken hacken. Dann klopf mal an. Ah, das ist hier unser Gebäude, das kennen wir schon. Können wir hier einfach so rein? Die knallen mich doch jetzt ab, oder? Weg da, Leute. Hallo. Geht doch mal zur Seite. Oh, ich wollte da gerade rein. Bleiben wir hier sitzen. So, der ist fertig. Ich sehe, was du tust. Lädst einen kleinen Virus hoch, er schnüffelt herum und findet mich. Dann kommst du und verhaust den Krüppel. Stimmt das? So, der Plan. Leute, lasst mich doch bitte einfach mal euren Arsch retten. So, da hinten ist der letzte Punkt. Also trotz dessen, dass hier so viel los ist, ja, kommen wir eigentlich gut durch und wir sind noch nicht gestorben. Wir müssen jetzt halt nur zusehen, dass wir zum letzten Punkt kommen. Uns vielleicht nochmal ein neues Auto holen. Und drauf aufpassen, wo der letzte Heckpunkt war. Hört doch mal auf mich zu schießen, Leute. Es ist echt schwierig, so zu fahren. So, einmal die Brücke hoch, bitte. Yippie! Na, das mit dem Ergeben, das muss man nochmal so ein bisschen üben, wa? Also, das Anhalten kann ich gerne machen, aber erst in 700 Metern. Geh doch mal weg da! Halt! Oder wir werden schießen!
Ihr schießt schon die ganze Zeit auf mich. Ach so? Ich kann nicht mitgekriegt, dass ihr mich schon habt, Leute. Boah, Leute, weg da. So, wo ist unser Punkt? Ich weiß nicht mehr, wo wir hin müssen. Da links. Leute, auch das tut ihr die ganze Zeit schon. So, in 160 Metern, wir sind am Ziel vorbei. Boah, ihr blöden Idioten, Alter. Ihr überfahrt hier Zivilisten. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Ja, super. Die drücken mich da rein und jetzt haben wir einen dritten Stern. Mist, da kommen wir nicht rein. Und unser Auto ist kaputt. Wir müssen mal hier kurz zu Fuß ausweichen. Hier, habt ihr einen Getränkeautomat? Gratis Drinks. Ah, hier sind wir. Die Ecke kennen wir doch irgendwie noch. Hier haben wir uns schon mal reingekämpft. Bin ich jetzt hier richtig gelaufen? Müssen wir hier gerade rein? Nee, ne? Da müssen wir hacken. Die haben mich tatsächlich schon wieder verloren, die Idioten. Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir hier weg. Und hier kommen wir jetzt natürlich nicht weg. Fuck. Das hätte so schön klappen können gerade. Oh, dieser blöde Helikopter, ey. Okay, wir müssen die Polizei wieder abhängen. Das ist natürlich jetzt schade, dass das nicht funktioniert. Wie können wir denn den blöden Heli mal ein bisschen anvisieren? Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Ich klopf mal an. Ich klopf die ganze Zeit schon an. Im Scharfschützengewehr, ey. Scheiße, das ist jetzt echt gerade ein Problem. Wir fahren nochmal in die andere Richtung. Und wir müssen wieder in die Stadt. Wir haben hier nichts, wo wir uns vor dem Heli verstecken können. Leute, weg da! Hier kommt ein Auto hoch und ihr bleibt da einfach stehen, oder was? Na, geht doch. Jawohl, und da stand ein einziger Polizist. Na, super.
Ich hoffe bloß, wir müssen die ganzen Viren jetzt nicht nochmal neu verteilen. Das wäre echt blöd. Okay, wir müssen nur vor der Polizei verschwinden. Den Heli haben wir erwischt. Die schalten sich da irgendwie selber aus. Wir durch die U-Bahn abhauen? Ist das überhaupt eine U-Bahn? So, bitte raus, wir müssen hier mal abhauen. Na gut, dann drehe ich andersrum. Yippie! So, da haben wir uns selber fast mit ausgeschaltet. Was war das gerade? So einfach wird man die los? Einfach ein Blackout zünden? Na, hätten wir das mal vorher gewusst, wa, liebe Leute? Leitstelle? Ja, der Verdächtige ist weg. Schicken wir eine Fahndung raus. Das war ja easy. Erledigt. Deine Viren sind drin. Okay, dann geht's los. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird im Bunker? Sich öffnen wie... Ach, auch egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Backup? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht aussehen. Und wenn wir Glück haben und ich so klug bin, wie meine Vita sagt, kannst du Damiens Standort finden. Mehr will ich nicht. So, wir schalten das CTOS aus. Und dann müssen wir 800 Meter noch in die Richtung fahren. Da würde ich sagen, machen wir nicht per Schnellreise. Fahren wir einfach so hin. Frage ist halt nur, wo alles begann? Wo hat denn alles begonnen? Das weiß ich gerade irgendwie gar nicht. Aber wir werden es ja gleich sehen. Wir sind gleich da. Und dann machen wir diesem ganzen Albtraum hier ein Ende. Dann ist Damien dran. Hier hat alles begonnen. Ist das das? Nee, das ist nicht das Melo. Wo sind wir hier? Hübsche Bilder haben sie. Cold 4 und Fuck You. Sehr schön. Und da kommen wir natürlich nicht durch. Liebe Leute, wo müssen wir hin? Gab es hier noch eine Seitentür? Da gibt's einen Fahrstuhl, da. Ach. Wir sind der Sack. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du tust. Du durchtrennst die CEOS-Zeitungen. Genieß die Show. Gib uns 30 Sekunden. Wozu? Wir hinterlassen unser Code im CTOS. Wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert der Sack die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watchdogs sein. Nein, davon habe ich genug. Das werden wir nicht vergessen. So, wir haben die Firewall jetzt irgendwie umgangen. Jetzt können wir hier ganz in Ruhe unseren Scheiß machen.
Und jetzt machen wir das System klar. Der letzte Serverraum. Gibt es hier noch mal ein paar Videos? Nö, schade. Die Satellitenverbindung steht. Von hier aus kann Tibun das ganze System rebooten. Das hält Damien auf. Ich finde ihn. Wir schalten das CTOS jetzt ab.